Warte, du elendes Rattenvieh, du. Jetzt erstmal gucken, was er macht. Feuer frei. Schlucki, Schlucki, Schlucki. Warte mal, ich kann doch noch so ein Blasenschild. Oh ja. War das alles? Für das Kind eines Genies hast du nicht wirklich viel Kraft, oder? Tatsächlich wärst du ohne meine Waffen überhaupt nichts. Ich denke, ich nehme sie dir mal ab. Du gibst Pistole, du gibst den Säbel, du gibst den Hut und du gibst die Stiefel. Boah, du Ratte. Und die Kanone. Das ist mies. Hey, gib das zurück. Was hältst du davon, wenn wir endlich loslegen? Zeig mir deine wahre Macht. Ich hab die ganze dunkle... Boah, was ist das denn, ey? So, voll aufgeladener Piratenkönig, du dreckiger Bastard. Monster Milk, Super Pikeball und ja. Schlucki. Aua. Macht aber nichts, dann nehme ich nochmal einen Trank. Yo. Aua. Ja, komm her. Ja, das Bubble-Schild hat mir jetzt gerade super geholfen. Aua. Aua. Ja, oh, aua, du Rattengesicht, du Elender. Achso, ich kann ja nicht mehr doppelt springen. Als Truff, Truff, die Sau. Der frisst aber ordentlich gerade. Oh, du elender Lümmel. Also wenn ich meine Items nicht hätte, wäre ich echt gearscht, Leute. Oh, das ist gemein. Wie soll man denn da ausweichen können? Komm her. So, ich nehme nochmal ein Blasenschild. Da. Und nochmal einen Trank. Besser als nix. Oh, der hat aber gut gefressen. Jawoll! Hahaha, du Pisser. Schluck die. Genie-Mädchen. Ich habe gehört, du hast eine ganze Menge dunkler Magie in deiner Lampe da. Gib sie mir oder ich zerquetsche dieses war einmal hier unter meinem Sch was? Dieses war einmal hier unter meinem Schuh. Also, für was entscheidest du dich? Die dunkle Magie oder ihr Leben? Risky. Wenn ich dir die dunkle Magie gebe, versprichst du sie nicht zu verletzen. Ich schwöre es auf meinem eigenen Grabe. Er ist ein dreckiger Lügner, gib sie ihm nicht. Ich habe keine Wahl. Hier, nimm sie, aber lass Risky gehen. Ich wusste, dass du vernünftig sein würdest. Was ist das für ein Quatsch? Bäh, helle Magie. Ich habe keine Verwendung für diesen Schmutz. Risky hatte recht. Die dunkle Magie war die ganze Zeit meine Magie. Du kannst diesem Feigling nicht trauen. Sie ist geflohen, um ihre eigene Haut zu retten. Risky ist kein Feigling. Sie wollte, dass ich sie irgendwie benutze.
Ah, ich kann jetzt wieder tanzen. Okay. Meine Magie! Unmöglich! Sie ist wieder da, wo sie hingehört. Ich wusste, dass Risky die Wahrheit gesagt hat. Ja, verflucht sei Risky Boots! Ich werde dich und jeden anderen Genie auf der Welt beseitigen. Ja, dann komm her, du Lappen! Ich mache 999 Damage. Brauche ich hier irgendwas? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Drauf geschissen, als drauf die Sau. Na komm her. Komm her, du Lümmel. Komm her, du Lümmel. Ich kack dir in dein Nest, du Kackvogel. Oh, super. Ja, was sind denn das für Lümmel, ey? Geh mir bloß aus dem Auge, ey. Ah, Schlucki, 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 Schlucki. Okay, die Monstermilch bringt gar nichts. Egal, egal. Drauf auf die Sau. Ah, drauf, 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 drauf. Okay, ich nehme nochmal was zum Essen. Nom, 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 super. Nom, 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 super. Nom, 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 super. Schlucki, Schlucki. Oh, ah. Ah, das ist gemein. Den auszuweichen. Oh, oh, geht, geht. Komm her, du Lümmel. Ich kack dir in dein Nest, du Kackvogel. Super. Und nochmal ein Hummerschwanz. Lecker. Alter, der frisst aber übel. Oh. Übel. Aua, aua, hau ab. Zieh Leine, du Lümmel. Ah, such dir eine Freundin, aber nicht die Chanté. Das ist unsere Freundin. Okay, Fleischspießchen gibt nur zwei. So, weg. Oh, das ist gemein. So, jetzt hat er aber echt jetzt druff, 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 druff. Vorwärts, ihr Land... Oh, Risky, du siehst aber ganz schön durchgevögelt aus. Bring die Kanone in Position. Ei, ei. Bereit zum Feuern, Captain. Wartet auf meinen Befehl. Jetzt. Oh, ist es dein Ernst? Gut. Boah. Oh, du elender Rattenpenner. Ich muss den irgendwie... Die müssen ihn treffen... Oh, das ist doch... Ich kann ihn also nur so ein bisschen betäuben. Oh, endlich! Ich muss den da halten, dass sie den treffen. Jawohl, jetzt haben sie den. Oh, Gott sei Dank, jetzt hat er endlich mal auf die Fresse. Alter, was ist das denn für ein Monster? Ich glaube, es liegt daran, dass wir jetzt die gesamte dunkle Magie haben. Oh, Guardian Genie. Oh, super. Du bist erledigt, Pirate Master. Du kannst mich nicht vernichten. Yeah.
Habe ich das nicht gerade eben gemacht? Das war's für ihn. Bleibt nur noch eine Sache zu tun. Was denn? Die Piratenwaffen. Es ist Zeit, dass ich sie zurücknehme. Oh, stimmt. Aber Risky, was ist mit dem Fluch? Keine Angst, der Fluch ist gebrochen. Ich habe die Kontrolle über mein eigenes Schicksal. Ich werde die Dunkelheit nicht weiter über mich bestimmen lassen. Also, wirst du jetzt einer von den Guten? Hohoho, das habe ich nicht gesagt. Hör genau hin, Wicht. Hm? Du bist in der Rolle aufgegangen und hast sie erfüllt. Du hast dich sogar entsprechend angezogen. Haha. Aber letztlich bist du kein kehlendurchschneidender Seefahrer, sogar weit davon entfernt. Du kannst nicht so tun, als wärst du etwas, das du nicht bist. Und ich auch nicht. Bis dann. Aber wir waren so gute Freunde. Risky, aber... geh nicht. Alles wird gut. Sie muss ihren eigenen Weg finden. Oh, Onkel. Wench sagte, du seist in Gefahr. Wir sind so schnell wie möglich gekommen. Ist alles in Ordnung? Ist Risky Boots noch hier? Bitte? Was? Ach, sie ist weg. Herzzerreißend. Ich habe mir seit ihren Schlägen immer noch nicht den Kopf gewaschen. Du hattest einen langen Tag. Lass uns nach Hause gehen. Vielen Dank euch allen. Aber da ist etwas, was ich wirklich erst erledigen muss. Okay. Dem Himmel sei Dank, dieser furchtbare Sturm ist endlich vorbei. Der Himmel ist wieder wunderschön und blau. Hey Mädel, du und die Piratenbraut haben uns gut zugesetzt. Haha, das haben wir wohl tatsächlich. Aber ich habe immer noch eine offene Rechnung mit dir, Ammo Baron. Lass mich raten, du willst deinen Job zurück? Ammo Town kann wirklich einen Schutzgenie wie dich gebrauchen. Ich kann mich für sie verbürgen, wenn sie das glücklich machen würde. Nein, danke. Ich denke da an etwas anderes. Ich bin nur ein Halbgenie und ich habe noch nie jemanden einen Wunsch gewährt. Aber ich glaube, ich bin bereit, es zu versuchen. Das ist für dich, Herr Bürgermeister. Jo. Okay. Ah, stimmt. Genies erfüllen ja Wünsche. Nein! Wochen harte Arbeit, Materialien, meine kostbaren Rohstoffe, alles futsch. Die Menschen aus Shuttletown sind fertig mit dir, Ammo Baron. Jetzt sieh zu, dass du Land gewinnst, du lausiger Lump. Oder ich nehme dir die Kiemen von Ohr bis Ohr raus. Sie ist verhext und spricht Kauderwelsch. Lasst uns von ihr verschwinden, Männer. Rückzug! Yo. Ja, die Panzer hätten wir mal gegen den Pirate Master brauchen können, du Lümmel. Ich kann es nicht glauben. Meine wunderschöne Stadt ist wieder zu ihrer In-Arbeit-Verfassung zurückgekehrt. Du hast immer einen Platz als unsere Beschützerin hier. Versprich mir, dass du uns niemals verlassen wirst. Och, Bürgermeister. Super. Rotti! Abner! Poi! Rottitops! Das muss ich dir zugestehen. Du hast etwas in diesem Piratenmädel gesehen, was der Rest von uns nicht gesehen hat. Genau wie mit der kleinen Schwester hier. Ich bin gerade aus dem wunderlichsten Traum erwacht. Ich war ein Held, genau wie du. Ich habe alle gerettet, die sich verirrt hatten, und ihnen nach Hause geholfen. Ich erzähle dir alles heute Abend. Was ist heute Abend? Pyjama-Party, bei dir. Ja, supi. Jetzt, wo wir zum Festland zurückgekehrt sind, werde ich versuchen, unseren Karawan ausfindig zu machen. Vielleicht sollten wir unseren eigenen Kaffeewagen eröffnen. Ah, stimmt, die trinken ja Kaffee. Aber bis dahin kann Rottitops hierbleiben, wenn es dich nicht stört. Klar, natürlich. Ich nehme an, ich muss ein Auge auf die beiden werfen. Niemand hat dich eingeladen. Zeit abzuziehen. Wohin werdet ihr gehen? Po und ich, wir werden nach Antworten suchen. Vielleicht erinnern wir uns daran, wer wir wirklich sind und bekommen unser Leben zurück. Rottitops scheint an dir etwas Vorsprung zu haben.
Das hat uns wieder Ziele gegeben, Mädel. Danke dafür. Los geht's, Po. Wir sehen uns, Kaffeedame. Ach, super. Wir sehen uns später. Macht's gut. Du auch, Streuselkuchen. Wie? Ich? Supi. Hey, Rottis Bruder scheint viel weniger beängstigend als früher. Ich sollte mich auch aufmachen. Ich habe super viel zu tun und kann es nicht erwarten anzufangen. Der Sturm hat diesen Ort wirklich verwüstet. Viel Glück bei der Reparatur des Bürgermeistersessels. Bolo? Bolo? Die Villa des Bürgermeisters liegt in der anderen Richtung. Dieser Junge. Dieser Pirate Master Typ war also Riskys alter Boss? Jupp. Yep. Meine Magie war der Schlüssel, um den Fluch zu erwecken und ihn zurückzubringen. Und wie es scheint, war sie auch sein Untergang. Stimmt wohl. Risky wusste von Anfang an über ihn Bescheid. Sie war immer einen Schritt voraus. Ich glaube, sie hatte einfach Glück. Niemand ist so manipulierend. Jedenfalls hast du deine Magie zurück, richtig? Ja, bin wieder halb Genie. Und voller neue Ideen für meine nächsten Tanzschritte. Es freut mich, dass du so gut gelaunt bist. Ich gehe und hol Bolo. Wir sprechen uns später. Tschüssi. Endlich ist alles wieder normal. Onkel, ich wollte dich fragen, warum hattest du diese Tinkerbett in deiner Werkstatt? Oh, das. Also, ich habe ein paar Experimente zu den Eigenschaften von Magie durchgeführt. Ich dachte, dass die Polarität von Magie umgekehrt werden kann wie ein Magnet. Ich dachte, dass es vielleicht ein Weg sein könnte, deine Magie zurückzubekommen. Aber es scheint, dass du diese Theorie alleine bewiesen hast. Oh, danke für alles, Onkel. Und es tut mir leid, dass ich einfach mit Risky weggegangen bin, ohne dir Bescheid zu sagen. Du hast es wirklich drauf, junge Dame. Aber du hast Risky Boots eine Chance gegeben, die ihr die meisten nicht gewährt hätten. Du wirst nie ein voller Genie wie deine Mutter werden. Aber du wirst in viel wichtigeren Aspekten immer mehr wie sie. Sie wird es selbst sehen können, wenn du sie eines Tages triffst. Glaubst du das, Onkel? Ich weiß es. Eines Tages. Super. Gut. Das war Shanti. Oh, Risky. Ich dachte mir, dass ich dich hier finde. Sieht so aus, als wären deine Tinkerbeds wieder normal. Sie müssen eine ganze Menge erledigen. Du siehst immer noch ganz schön bekratzt aus. Der Tinkertab wird ein paar erhebliche Verbesserungen brauchen, bevor ich meinen nächsten Angriff starten kann. Haha, du machst witzig, stimmt's? Warum bist du hier? Versuchst du immer noch, aus mir eine liebe Gute zu machen? Ich wollte dich etwas fragen. Woher wusstest du, dass sich die dunkle Magie verändern würde? Oh, das, ich wusste es nicht, war nur so eine Vermutung. Und ich dachte, wenn ich dir die Lampe gebe, würdest du sie gut nutzen. Und als ich von den Träumen hörte, da dachte ich, dass die Magie deine sein muss. Aber du wusstest, dass ich sie nicht zerstören würde. Irgendwie wusstest du, dass sie sich verändern würde. Warum denn nicht, wenn du auf den sieben Meeren umhersegelst und für jeden Unglücklichen gute Taten vollbringst? Ich lege Wert darauf, meine Gegner zu kennen. Ich wusste, dass der Pirate Master versuchen würde, die dunkle Magie an sich zu bringen. Und ich wusste, dass du das Gegenteil von gesundem Menschenverstand tun und sie ihm geben würdest. Natürlich, um dich zu retten. Genau. Alles klar, Männer, packt an. Wir segeln ab. Unsere Geheimwaffe baut sich nicht von allein. Pass auf dich auf, Wicht. Du auch. Alles klar. Die ist ja viel größer als wir. Alles klar, Risky. Oh, eins noch. Hä? Deine Mutter. Du wirst wie sie. Nur kleiner. Und nerviger. Ach, Risky. Ja. Gute Reise. Ja, ja. Schön. Supi. Ich freue mich. Shanti and the Pirate's Curse. Ja. Shanti, kreiert von Matt und Erin Bonson. Ah, super gemacht. Da unten. Oh, guck mal. Da hat er doch Spaß. Entwickelt von Way Forward, tyrannischer Oberherr Voldiway, Corsinier, John Beck, ausführender Produzent Chris Watson, technische Regie James Chan. Da haben wir wieder diesen komischen He-Man-Verschnitt. Ah, die versuchen, also die Sky-Dingsbums, verstehe. Produzent, Regisseurin, ganz viele Namen, super, habt ihr super gemacht.
Ganz viele junge Zombies, der Bürgermeister da. Fristen ja nicht auf. Ja, habt ja genug dabei. Weitere Programmierer: Adam Lutz, Tileset, hängige Hintergründe, Chris Drysdale. Oh nein, Ammo Baron. Level Designer: Kyle Bardau, Pixel Modellierer: Gustav Killman, Andrew Border, Jeremy Downer, Anime. Oh, super. Ich kann jetzt hier echt. Eieiei. Was ist denn los mit mir? Nicht alles. Tja, der Tod wurde mal eingesperrt. Da gehört er auch hin, dieser Lümmel. Da ist die Familie wieder zusammen. Weitere Illustrationen, etc., etc., technische Künstler und so weiter und so fort. Oh, super. Schön gemacht. Spielen die ganze Zeit? Ah, super, die spielen. Haha, coole Sache. Audiotyp: Jake Kaufman. Stimmen: Christian V. Ork. Aha, da ist man doch gerne dabei. Also ich würde da locker in den Pool springen bei dem, zu den Mädels und Spaß haben. Yay, und die voll nass machen. Hahaha, Arschbombe. Arschbombe vom Grafi. Ja, ganz viele Namen, Öffentlichkeitsarbeit, etc., etc. Ein schönes, schönes Spiel. Super, super. Ich hoffe, wie lange geht das überhaupt noch? Ah, so viel kann ich gar nicht quatschen. Schönes Spiel. War cool. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuschauen gehabt, wie ich beim Spielen, auch wenn das ein oder andere Fail mit drin war. Aber wir haben es komplett durch. Das ist super duper. So, und jetzt kommen hier ganz, 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 ganz viele Namen und alle Mitwirkende von WayForward. Ja, super, auf jeden Fall. Danke fürs Spielen. Ja, danke dafür, dass ihr uns mit dem Spiel begnügt habt. Wunderschön. Und die Lampe ist auf dem Grund des Meeres. Ende. Ja, ich bin auch, war ein schönes Spiel. War cool. Gehört mal wieder zu den Sachen. Danke fürs Spielen. Gesamtspielzeit 24 Stunden, 39 Minuten und 18 Sekunden. Ja, da könnt ihr mal sehen, wie lange das ging. Natürlich habe ich vieles rausgeschnitten, habe auch viel gefailt und das eine oder andere offscreen eingesammelt. Das bedeutet, so lange geht das Let's Play jetzt nicht. Eingesammelte Herzinfische 32, eingesammelte dunkle Magie 20 von 20. Super. Speichern. Bitte nicht das Netz ausschalten. So, und jetzt haben wir irgendwas. 25 Jahre. Ja, dann auf. Einstellung, kopieren, back. Gibt sonst nichts. Gut, war cool. Keine Ahnung, warum das jetzt gespeichert hat. Ne, vielen Dank fürs Reinschauen. War cool. Haut rein. Macht's gut. Wir sehen uns. Ciao. Bye, bye.